Lediglich 12,8% der Stimmen hatte die SPD bei der Landtagswahl in München eingefahren. Laut der Universitätsstudie Bayernwahl 2018, an der unter anderem die LMU mitgewirkt hat, lösen die Grünen die SPD von der urbanen Opposition ab. Rund die Hälfte der grünen Wähler kommen von der SPD, so das Ergebnis der Wissenschaftler. Im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2020 steht die SPD nun enorm unter Druck. In Bayern hat die SPD die Hälfte ihrer Wähler verloren, die sie 2013 hatte. In München sogar 60% ihrer Wähler. Und das ist ein Alarmzeichen. Und ich hoffe, dass die SPD es ernst nimmt. Alarm ist gegeben. Da muss man dagegen ankämpfen, ja. Wie? Zum Beispiel, indem er sich nicht als Partei präsentiert, die in allen Fragen im offenen und im öffentlichen Dissens ist. Das beginnt schon bei der Frage, ob man regieren will oder nicht. Ich sage Ihnen, wir möchten zur Kommunalwahl 2020 antreten mit der Aussage, ja, wir möchten regieren, wir möchten die erfolgreiche Verwaltung, die erfolgreiche Regierung dieser Stadt fortsetzen. Also ich glaube, man muss auch schauen, wie man die Inhalte noch stärker an den Wähler und an die Wählerin ran transportiert. Also Kommunikation ist sehr wichtig, das hat man auch gemerkt jetzt in den letzten Wahlen. Und ich glaube, es kommt darauf an, wirklich diese Inhalte, die ja bei uns immer sehr differenziert auch diskutiert werden und dargestellt werden, noch besser an den Wähler, an die Wählerin rüberzubringen und zu sagen, für was stehen wir. Anders die Stimmung bei den Rathausgrünen. Schließlich holte die Öko-Partei bei der Landtagswahl 5 von 9 Direktmandaten in München. Mit dem Rückenwind im Gepäck schauen die Grünen nun positiv auf die Kommunalwahl 2020. Man kann natürlich nicht Landtagswahlergebnisse 1:1 auf Kommunalwahlen hochrechnen. Aber wir sehen ganz viel Unterstützung für grüne Positionen. Ich nenne nur ein Beispiel. Wir haben plakatiert, freie Fahrt fürs Rad, Kita-Plätze statt Parkplätze. Dafür haben wir sehr viel Unterstützung bekommen. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr stark die Kommunalpolitik betrifft. Und da werden wir selbstbewusst und offensiv agieren. Trat 2014 noch Sabine Nallinger als OB-Kandidatin für die Grünen an. So wird gemunkelt, ob 2020 vielleicht Spitzenkandidatin Katharina Schulze antreten könnte. Eine andere Option wäre, dass die Fraktionsvorsitzende Katrin Habenschaden gegen Reiter ins Rennen gehen könnte. Gedanken mache ich mir, aber wie gesagt, dazu sagen kann ich derzeitig noch nichts, weil wir das auch nur innerhalb der Fraktion und im Fraktionsvorstand zusammen mit der Partei abklären werden. Und das Wort dazu, das muss ich an der Stelle auch ganz deutlich sagen, haben die Grünen, haben die Mitglieder. Auf der Stadtversammlung am 25. November wollen die Grünen den Fahrplan für die Kommunalwahlen festzurren.